Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Beauty Love X Later Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. X Later ist ja die liebe Julia, ne? Die gibt es ja auf YouTube hier, also ich glaube, ihr kennt sie alle. Eine wunderschöne, aua, und wundervolle Frau, also die Frau verfolge ich schon seit ihrer Jugend, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, sie hat einen Adventskalender für 74,95 rausgebracht, den es bei Beauty Love zu kaufen gibt. Setze ich euch unten in die Infobox. Jetzt aktuell gilt noch der Code Herbst18. Das heißt, ihr bekommt auch einen 18%igen Rabattcode dafür. Und da sollen 260 Euro wert drin sein. Ich bin super gespannt, welche Produkte drin sind. Ich habe mir nämlich bewusst nicht das Video von ihr selber angeschaut. Designtechnisch sind wir natürlich echt schön rosa, pink unterwegs. Ich stehe drauf. Schreit Mädchen, ist aber auch so mit Gold und so, ne? Also ich finde es total geil. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Yay, it's your first gift. Ach, da stehen auch so süße Sprüche drauf, ne? Das ist total klasse. Die Nummer 1. Okay, darüber freue ich mich aber leider nicht ganz so sehr. Das ist nämlich etwas von B10 zum Selbstbräunen quasi. You Glow Girl, das Gradual Glow Tan Mist ist das. Das kannst du dir, 100ml, das kannst du dir, glaube ich, auf Gesicht und Körper sprühen. Und das soll dann eine schöne Bräune geben, wenn ich einfach kein Fan von. Ne? Also die einzigen Selbstbräuner, die ich verwende, sind die Selbstbräuner, ist der Selbstbräuner Booster in Kombination mit einer generellen Bodylotion für meine Beine zum Beispiel. Gibt es bei Beauty Mates und mit meinem Code Claudis Welt kannst du 20% sparen. Habe ich dir auch gerade hier so eingeblendet, glaube ich. Ne? Genau. Ja, nix für mich. Weiter geht die wilde Reise mit der relativ leichten Nummer 2. Oha, hier haben wir Blasenpflaster von Compeed drin. Bislang catcht mich der Adventskalender offensichtlich nicht ganz so, ne? Sofortige Schmerzlinderung und so weiter und so fort. 6 Stück, small. Fun Fact, heute Morgen kam mein Freund um die Ecke und sagte, der hätte sich eine Blase gelaufen. Hätte er mal sowas verwendet. Wir haben genug Blasenpflaster da, denn sowas ist leider relativ häufig in Beautyboxen und so weiter drin. Und ich habe es tatsächlich auch in meinem Lager liegen. Ja. Gut, also sinnvoll sind die auf jeden Fall, aber ich brauche die eigentlich nicht in einem Adventskalender. Hoffentlich überzeugt mich persönlich die Nummer 3 ein bisschen mehr. Okay, hier haben wir was drin, was ich schon mal hatte und was ich toll fand. Beziehungsweise ich hatte das als Augenprodukt und das hier ist jetzt einfach die generelle Intensive Moisturizing Cream von Birkenstock. 7ml sind hier drin enthalten und Birkenstock, wir kennen die Schuhe. Ich habe selber Schlappen von Birkenstock mittlerweile und finde sie total cool. Und die haben auch eine Pflegelinie, finde ich echt witzig. Und ja, das ist einfach ein 7ml Produktchen, ist glaube ich sogar relativ hochpreisig. Und die Augencreme, die ich davon hatte, fand ich klasse. Hier haben wir die Nummer 4. Was ich irgendwie so ein bisschen vermisse, sind die Produkte von New, also von der Eigenmarke von X Later. Ne? Hatten wir noch nichts drin. Hier habe ich von Gokosch ein Eyeshadow mit dabei. Ja, nee. Also das kommt in den Monolithenschatten-Adventskalender rein. Die Farbe 209 Topaz haben wir hier drin. Also das ist halt aktuell oder dieses Jahr relativ in gewesen. Ne? Ich mache das jetzt nicht auf, weil es noch zugeklebt ist. Und zwar kannst du einfach das abdrehen und dann hast du oben in der Kappe die Farbe drin und dann ist quasi in diesem Stift hier ein Schwämmchen. Und jedes Mal, wenn man quasi den Stift zudreht, hier sind 0,8 Gramm drin, lädt sich dieses Schwämmchen auf, sodass du damit dir dann den Lidschatten auftragen kannst. Aber wie man unschwer erkennen kann, mag ich es einfach super gerne, verschiedene Farben für einen Look zu kombinieren. Für den Alltag mag das super sein. Ich persönlich finde es leider zu meh. Die Nummer 5, der Tag vor Nikolaus, ist von Natura Eco Soothing Hand Cream. Ja, eine Handcreme darf nicht fehlen. Raku, 40 Gramm sind hier drin. Ja, eine Handcreme kann man gut gebrauchen. Man sieht ja auch anhand meiner Hände, ne, meiner Finger und so. Ich habe es auch echt notwendig tatsächlich, mal ein bisschen mehr Handcreme zu verwenden. Jo, und das ist vegan und das ist doch schön, Fair Trade und so weiter und so fort. 98% natürlichen Ursprungs. Ist auf jeden Fall ein schönes Produkt. Die Nummer 6, Nikolaus. Hier möchte ich bitte was drin haben, was ein bisschen cooler ist. Nee, Vella Dry Me Eye Me Dry Shampoo, also ein Trockenshampoo, nichts für mich. 65ml verwende ich halt nicht wirklich, ne? Schade, Schokolade. Ja, nee. Nee. Die Nummer 7.
Hier haben wir einen Lippenstift drin und zwar von Catrice, den Power Plumping Gel Lipstick in der Farbe 080. Das sieht doch schon mal so weit so gut aus. Da kann man sich jetzt erstmal nicht beschweren. Hier ist nicht zugeklebt, das heißt, ich kann ihn aufdrehen, auch wenn ich den vielleicht nicht behalten werde. Be brave. Sieht natürlich total cool aus und diese Power Plumping Gel Lipsticks sehen auch echt schön auf den Lippen aus. So ein bisschen wie Lipgloss und die sind nicht so deckend. Die sind eher schier und das finde ich sehr, sehr hübsch. Die Nummer 8 darf bitte machen, dass es kracht. Hier haben wir eine Lidschattenpalette drin und ich persönlich finde es immer schön, wenn wir in Adventskalendern auch Lidschattenpaletten finden. Einfach so von der Grundidee her. Von Alverde Naturkosmetik haben wir hier die Caramel Favorites Nummer 40. Es ist eine schöne Palette, so mit Alltagstönen und ja, doch, ist auf jeden Fall eine coole Palette für Schminkanfänger oder für Alltag. So. Ja, bitte. Bin gleich wieder da, ne? Bis gleich, ich liebe dich. Worüber dürfen wir uns nun in der Nummer 9 freuen? Oh, Mon Gourlin, hier haben wir einen Duft drin. Das kommt in dem Miniaturen-Adventskalender, den ich noch packen muss. Eau de Parfum, 5 ml haben wir hier drin enthalten. Und ja, solche kleinen Geschichten sind immer ganz cool, weil man kann die Flakons sammeln und so weiter. Und man kann einfach so diesen Hauch von Luxus zu Hause haben in kleinen Formaten. Das finde ich ganz süß. Das sind halt leider keine Sprühflaschen, ne? Also immer diese Mini-Flakons. Das ist so zum Rauskippen oder was man auch machen kann, aber dadurch wird dann natürlich das Flair von der Verpackung verloren gehen mit dem Glas und so, ne? Man kann die sich auch umfüllen in so Sprüher, die gibt es auch ganz normal bei Douglas oder so für 5 Euro oder so. Da kann man dann immer diese kleinen Sachen reinmachen. Finde ich aber schön, dass das mit drin ist. Wir haben gerade einen Lauf, jetzt mit der Nummer 10 jetzt so weitergehen. Oh lala, Banana Beauty Eyeliner, sehr, sehr witzig. Das ist die Farbe Basic Bitch. Gestern hatte ich Mädelsabend bei mir hier, Fun Fact. Und da hatte eine Freundin mich auch gefragt, ob ich ihr einen ganz tief schwarzen Eyeliner geben könnte, so mit einer Filzstiftspitze. Ich habe direkt zu dem hier gegriffen, ne? Der kostet ja 24,99 oder so. Hammergeil, dass der mit drin ist. Freue ich mich gerade hart drüber, denn ich habe ihr genau den gegeben. Ich habe da auch noch Backups von, keine Frage. Aber das ist Karma, Baby, das ist Karma. Jetzt habe ich ihn nämlich wieder und kann ihn wieder in meine Schminksammlung einführen. Einführen, eintragen, reintun, hinlegen. Oh Gott. Ich möchte es nicht zu laut beschreien, aber irgendwie läuft das hier gerade. Ne? Die Nummer 11 habe ich jetzt hier. Ja, es läuft. Es läuft. Sammy, es läuft. Es läuft. Mutmaski. Das ist Vitamin Infused Eye Serum, hammerhart. Moisture Boost, Vitamin Boost, Feeding, Nourishing, Firming, 30 ml. Richtig geil. Mutmaski ist eine Marke, die ich richtig gut vertrage. Die haben auch schöne Masken so für die Kopfhaut und so, ne? Ach, ich freue mich gerade. Das reduziert dunkle Schatten unter den Augen. Richtig geil, finde ich klasse. Und das machst du dir einfach unter die Augen und das lässt du einfach drauf. Theoretisch könntest du dann darüber, wenn du es noch brauchst oder so, ne, deine generelle Augenpflege machen, aber ich finde es schön. Die Nummer 12 ist sehr schwer und da ist irgendwas Flüssiges drin, denn es gluckert. Oha, ja, Brave New Year. Brave New Hair. My New Hair. Oder? Ist das überhaupt Brave New Hair? Keine Ahnung. Es ist nicht Brave New Hair. Nee, es ist My New Hair. Reden. Volume. Das ist ein Volumenspray. Sofort mehr Fülle und Griffigkeit. 100 ml. Ja, ich verwende ja sowas nicht, ne? Wäre wahrscheinlich mal sinnvoll, wenn ich meine Haare stylen würde, weil dann würden die nicht so lose in der Gegend rumflattern, wie sie es manchmal machen. Aber ich glaube, so ein Haarspray, da freut man sich doch drüber. Direkt darüber ist die schwere Nummer 13. Und hier haben wir drin von Catrice Glow Overnight AHA Treatment. 5% Glykolsäure, 30 ml sind da drin. Mit Aloe Vera, damit die Haut auch beruhigt wird und mit Feuchtigkeit versorgt wird. Glykolsäure, die macht dann halt hier Zellenerneuerung und so weiter. Und zum Peelen. Und Kamille, das soll die Haut beruhigen. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ja, guck mal. So schaut das aus. Ich mag ja auch gerne von Beauty Mates den AHA Glow Booster. Ich denke, das ist... Ist das vergleichbar? Weiß ich nicht. Die Nummer 14. Ich vermisse wirklich die NIO-Produkte. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr wisst, ob es noch NIO gibt, ob das noch hergestellt wird. Irgendwie, man sieht es nicht mehr, ne? Hier haben wir etwas drin, das ist auch irgendwie aktuell so im Hype, oder? Oh yes, das ist so eine Lippenpflegemarke. Hallo, ich bin Ginger mit Bio-Ingwer-Extrakt. Das ist einfach ein Lippenpflegestift und das ist tierversuchsfrei und so weiter und so fort. Und Lippenpflege kann man jetzt sehr, sehr, sehr gut im Winter gebrauchen. Deswegen läuft. Die Nummer 15.
Oh, hier haben wir ein Tool drin, und zwar eine Pinzette. Hier steht jetzt nicht drauf, von welcher Marke die sein soll, aber so eine Pinzette ist nie weg. Kann man immer gut gebrauchen, sei es, dass ich die für mich an verschiedenen Orten platziere und sie immer wieder verliere, oder sei es, dass mein Freund die für seinen Modellbau haben möchte, ne? Also ich mag Pinzetten in Adventskalender tatsächlich gerne, sofern sie gut sind. Das weiß man natürlich nicht. Ich sehe, wie gesagt, keine Marke, aber wir haben hier auch so ein Flyer mit dabei gehabt, da kann man den QR-Code scannen, kann sich dann irgendwie anmelden und dann kriegt man das Booklet per E-Mail zugeschickt, was ich ganz nachhaltig eigentlich finde, ne? Die Nummer 16. Oh, hier haben wir was Spektakuläres drin. Da, vor sowas habe ich ja Angst, ne? Be Routine Professional Microneedling Augenpads, Augenfalten mindernd und glättend. Das ist so, das habe ich, bei wem habe ich das denn gesehen? Irgendwer hatte das nämlich ausprobiert. Und da habe ich mir gedacht, oh nee, weil das soll auch so richtig kleine Mikroniedelviecher haben, ne? Habe ich Angst vor. Aber irgendwie cool, dass sowas Fancyes mit in dem Adventskalender drin ist, oder? Die Nummer 17. Oh, hier haben wir auch wieder eine Maske drin. Keine Ahnung, Absolu, Luxury Silver Foil Lifting Mask. Okay, mit 11 Millilitern. Eine Lifting Maske fürs Gesicht. Oh la la. Ja, da bin ich ja mal gespannt drauf. Lifting kann ich immer gut gebrauchen. Die Nummer 18 begrüßt uns in der Weihnachtswoche. Und hier haben wir auch wieder so ein Kartönchen. Mia Tampons mit Bio-Baumwolle. Ein Träumchen. 16 Stück in der, Richtung super. Läuft bei dir. Intimer Komfort, weiche Bio-Baumwolle. Kompromissloser Schutz nur für dich. Interessant. Also ich verwende ja gerne meine Menstruationstasse, sofern mein Körper es akzeptiert. Manchmal kriege ich die einfach nicht rein oder ich kriege das nicht hin, dass die richtig sitzt, ne? Und dann greife ich halt einfach auf Tampons zurück. Aber da habe ich nicht super, eigentlich nicht. Das sind ja echt so Kavemsmänner, ey. Mein lieber Herr Gesangsverein, ne? Das sind so richtige Prömpel. Für die starken Tage, würde ich mal so sagen. In einem Adventskalender ist es natürlich irgendwie witzig und gehört meiner Meinung nach auch irgendwie nicht mit rein. Aber ist okay irgendwie, weil man es halt wirklich verwendet, ne? Oh la la, die Nummer 19 ist schön schwer und groß. Und da steht X-Letter drauf. Ja gut, das ist halt unten rechts das Kläppchen gewesen, ne? Haben wir hier vielleicht endlich mal ein Produkt von ihr drin? Ich fände es so cool. Nein, leider nicht. Ich glaube, hier ist auch gar kein Produkt von ihr drin. Ich habe irgendwas verpasst. Zukin Super Greens Nutrient Rich Facial Moisturizer 125 ml für normale bis trockene Haut. Das ist ja super. In einem Pumpspender, da hast du richtig lange was von, ne? Denn normalerweise hast du ja in diesen Cremetiegeln auch immer nur so 50 ml maximal drin. 125 ist mal hardcore. Die Nummer 20 ist auch schön groß und schwer. Positive Vibes Only, Be Fresh, Lush Lavender Deodorant Infused with Jojoba Öl. Okay, da sind Essential Oils drin. Guter Geruch und soll die Haut nähren. Aluminiumfrei, parabenfrei, 75 Gramm. Also wirklich sehr, sehr schwer. Sowas kann ich mir gut vorstellen, das abends zu verwenden. Aber sowas, da brauchst du ewig, um das aufzubrauchen. Riecht man so nichts raus, ne? Hier hat man halt noch so ein Schutzvieh oben drauf. Das finde ich aber cool. Ein Deo ist passend. Die Nummer 21. Selbstverständlich, darf nicht fehlen. Got2be hat ja auch dieses Jahr Make-up rausgebracht und da waren auch Nagellacke bei. Und hier haben wir so ein klassisches Rot Paintology Nagellack. 11 ml sind hier drin. Ich denke, Paintology ist dann auch die Farbbezeichnung. Weiß ich nicht. UNRA 1. Keine Ahnung, Unreins ist bestimmt nicht die Farbe. Glam Siam, da steht's doch. Claudia, setz dir mal eine Brille auf, dann siehst du das auch. Nee, ist ein schönes weihnachtliches Rot. Mag ich, Ketchuprot. Also rot. Nicht so ins Bläuliche, sondern wirklich eher ins Rötliche. Macht das Sinn? Oh, die Nummer 22 ist echt ganz schön gut gefüllt. Ne? Es platzt fast schon raus. Hier haben wir ein rundes Produkt drin und zwar auch wieder von Got2be. Happy Hour 24 Stunden Haarspray für Nachtschwärmer. Fixierend, ausdauernd, extremer Halt. Ne? 100 ml sind hier drin enthalten. Das passt dann auch ganz schön. Kann man sich theoretisch auch noch in die Handtasche mit reingeben zum Nachlegen. Ne? Aber ja, wie gesagt, ich bin kein Styling-Fan. Na, was gibt's am 23. Dezember, der Tag vor Heiligabend? Vielleicht noch ein bisschen irgendwas zum Runterkommen oder so? Nee, oh schön. Es gibt eine Mascara hier drin, die They Are Real Magnet Mascara von Benefit. 3 Gramm sind hier drin. Das ist eine schöne Mascara, die mag ich auch gerne leiden. Das ist so eine Gummibürste und die macht echt ein schönes Ergebnis. Die mag ich auch ganz gerne und finde ich klasse, ne? Einfach mal in der 23 die drin zu haben. Ist natürlich eine kleine Größe, aber finde ich okay.
Heiligabend, die Nummer 24, ist auch wieder schön groß und schwer. Da bin ich echt gespannt drauf. Was ist da wohl drin? Sassy Beauty 3-in-1 Glow Cleanser with Caring Oil. Sagt mir gar nichts. Mit pflegendem Öl reichhaltig, spendet Feuchtigkeit. Das ist super schwer. Ich weiß nicht, was das dann genau ist. Oh. Mit einer langen Liste mit dabei. Oh, der hat so richtig Unicorn Glow drauf. Okay, ich hoffe, dass es halt wirklich nur die Optik mit diesem Pearligen ist, ne? Und dass man das halt nicht irgendwie dann nachher auf dem Gesicht drauf hat, weil da bin ich jetzt nicht so Fan von. Ist nichts Festes. Ich muss gestehen, am Anfang hatte ich wirklich Bedenken mit diesem Adventskalender, ne? Weil es ging ja echt relativ maulos. Ab und an hatte der auch so einen kleinen Durchhänger, dass ich mir auch gedacht habe, puh, nee, können wir wieder in eine richtige Spur. Aber im Großen und Ganzen finde ich den ganz gut gestaltet. Also wir haben hier eine ganz gute bunte Mischung mit drin. Die Klassiker, eine Mascara, einen Nagellack haben wir mit drin, eine Handcreme haben wir drin. Wir haben hier sowohl Drogeriemarken als auch höherpreisige Marken. Das heißt, es ist schon relativ ausgewogen. Ich muss aber gestehen, dass mir persönlich dieser Vibe von Julia fehlt, also von X-Later. Das fehlt mir wirklich so ein Stück weit. Also das ist sehr schade, ne? Also ja, das hätte ich lieber gehabt, wenn da einfach mehr von ihr so drin gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob ich den einem Teenager oder einer erwachsenen Frau empfehlen würde. Vielleicht so eine Mutter-Tochter gespannt. Das wäre, glaube ich, eine ganz coole Geschichte, weil man hatte ja sowohl was Lifting-mäßiges als auch was eher Jugendliches mit drin, ne? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ihr merkt, dass ich verwirrt bin. Ihr seid es garantiert auch. Da können wir uns gerne in den Kommentaren austauschen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!